So, willkommen zurück zu Dark Souls. Zwar Seelen brauche ich, um eine kleine Scherbe zu verwenden. Ja, ich will halt. Ach Mann, ich will halt die Axt eigentlich nicht mehr benutzen. Das hat dir ein Angebot gemacht, wenn du ein neues Pferd willst. Ja, nicht ganz, aber ja. Ich habe ja noch nicht auf die Todeanzahl festgelegt, aber. Ich glaube, so für 10 Tode würde ich dir vielleicht einfach schon mal erklären, was dein Problem ist mit dem Falcon. Und für, keine Ahnung, 20 Tode dann, wo du eine andere Waffe findest, die das dieses Feature nicht hat und besser ist. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, fragen kann ich nicht. Wenn ich jetzt wirklich auf 24 Stärke hochbooste und das Ding einhändig nehme, ob das dann genauso viel Schaden macht, wie da steht, oder ob da was abgezogen wird, was einhändig ist, das würde ich jetzt auch noch gerne wissen. Weil bringt das überhaupt dann was, wenn es eh 110 ist, eh weniger, als ich jetzt gerade mache, und zwei Hände einhändig bräuchte ich auch 24 Stärke, der macht halt auf 130 der Schaden. Ist aber, selbst wenn ich die eine nicht fühle, sind die ja übelst lahm. Das bringt mir ja nichts. Ich will was Schnelles. Volker, sagen, guck dir die Waffen halt mal an. Also, wenn du sie ausrüstest, und dann überleg dir, ob das dein Spielstil ist. Also, selbst wenn ich die eine nicht fühle, sind die ja noch übelst lame. Ja. Das Schwert bricht halt innerhalb von 5 Minuten, 5 Kämpfen. Das Kristall-Ding, das habe ich mir eigentlich nur für die Bosse aufgehoben. Und das Langschwert ist halt auch billow. Ohne Upgrades. Das wollte ich gar nicht. Bei mir ist die Streitaxt teilweise schon zu langsam, also ja. Und das waren halt einfach 7000 Seelen, die da oben jetzt irgendwo liegen. Die blödste Stelle überhaupt. Hannes, mal hör dich stimmen. Genau gehört, was Hannes da schon wieder für schwule Sachen eingetippt hat. Deswegen dachte ich, sage ich mal lieber was. Ja, irgendwie muss der Tobi das nächste Skript für 50 Shades of DSA schreiben. Ah. Natürlich noch eine Option, die Rüstung abzugraden mit den Scherben. Hilft dir aber auch nichts, wenn du 30 Kilometer in den Tod willst. Ja, ist doch wiederum recht. Und ich habe ja aktuell, was Damage angeht, irgendwie weniger Problem. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich kassiere, Haupttod ist halt irgendwie runterfallen hier. Ja. Wenn ich kassiere, dann kassiere ich eh voll. Also dann bringt mir die Rüstung da nichts. Ja, die Gegner sind ja auch jetzt nicht so das Problem, sondern es ist halt die Kombination aus Gegner, Fallen und sonstigen Hazards. Wie viele Mal ist es, dass ich hier hochlaufe? Ah ja, jetzt hilft mich auch noch voll.
Och, was. Ja, verdrückt. Toll, dass er mir hinterher springt. Das war's mit den 7000 Seelen, die da oben lagen. Wegen so einer Blödheit. So, ich bin jetzt hier aber erstmal raus. Jo, mach's gut. Viel Erfolg euch noch. Danke. Ciao. Jo, danke. Ciao. Ich will aber nicht treten, der Typ.
Okay, ihr ladet also Steine auf, ihr Idiots. Ah, hier wieder. Aufstehen kann man die eh nie treffen, das ist aber nur schlechte Hitbox. Ich habe echt nicht vermisst, dass ich die trinken kann. Nix Penne. So, versteckt Feuerverteidigung, oh ja. Vielleicht was für den Drachen von Beginn. So, was kommt jetzt, was mich tötet? Da ist noch ein Item. Ich weiß jetzt nicht, wie man hier drauf springen sollte. Maximal von da, wo der Giant steht. Oh! Okay, so, dann, dass du mich vorgewarnt hast. Das ist ja nett von ihm. Ja, den Jump schafft man nicht. Keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Von da oben wahrscheinlich, aber das ist ja todesmutig. Der macht nichts. Es ist der hier hilft. Ja, okay. Deswegen auch die Feuerverteidigung. Gut. Oder
dich habe ich nicht vermisst. Oh, ich mag die. Irgendwie kein Backstep-Window. Okay, da sollte man dutschen. Vorbeirennen habe ich gerade gar nicht gesehen, was ich da eigentlich mit dem Korps gelootet habe. Ich wollte aber nur weg. Korps, Korps, Korps. Loppen. Oh, ein Fechter. Ein Fechter der Moral und der guten Sitte. Elektro-Titte. Jetzt auch nur mal die Rüstung anders, bist du Dark Souls-Typ, oder? Ja. Schöne Rüstung. Nein. Ach, ich habe keine Lust mehr. Ach ja, es ist. Wenn wir wenigstens irgendwo auf diesem Weg ein fucking Leuchtfeuer wären, wenn die Estos Flockhaus so egal. Ich will doch einfach nur nicht die ganze Scheiße nochmal machen müssen. Komm, ich quack jetzt mit diesem scheiß Echsenficker und renn da jetzt durch. Ist auch eine Möglichkeit. Ist mir aber nur viel zu viel Zeit. So, wie ich hier. An den Zeitwaste verliere ich die Seelen auch wieder. Also, sollen sie doch hinterherlaufen. Wenn es ihnen Spaß macht.
Sammy steht uns halt ein bisschen unfair. Okay, das war eine schlechte Idee. Aber bisher hat die Taktik geklappt. Im Durchrennen. Nur bei denen darf ich das nicht. Ja.
Als ob. Gott. Ach du Scheiße. Hä, wer ist jetzt gestorben? Hä? Nee, der lebt noch. Hä? Hi, Fabi. Moin. Hallo. Okay, du dich mal sagen kannst, wer da gerade gestorben ist, Lars, dann. Nee, hier sind halt auch so viele. Na, wo die von der Seen gerade herkamen. Gutes Gewand, was du da hast. Danke. Ach, ich liebe Dark Souls. Bug das Spiel ever.
Kein Feuerpunkt bei dem nicht so viel. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt wert. Alter, was ein Tiff. Jetzt kommen wir mal in einen sonnigen Schlag da. Danke. So, keiner schmeißt mehr Sachen auf mich. Das ist der nächste Boss. Boah, hab ich sowas. Kein Bock auf diesen Bossfight. Ich muss vorher das Feuer finden, was hier irgendwo ist. Ich bin fest damit, dass es das gibt. Ich hab nur den komischen Möchtegern Dark Souls Charakter auf dem Turm. Der Typ jetzt nicht mehr werfen kann, das ist jetzt mal wenigstens roh. Guck mal, ich glaube ein Item lag da noch. Ich glaube, ich hatte hier alles. Da ist ein Feuer. Wie komme ich dahin, ohne Schaden zu nehmen? Ist die Frage. Ich kann die Höhe nicht abschätzen. Also wirkt fast so, als müsste man da runterspringen. Das wollte das Spiel, das. Oh, nice.
ich will jetzt mal gerade weggeben. Jo. Aber so bald nochmal. Ach, haben wir da. Ja. Gut, ich würde sagen, als Abschluss der Folge probiere ich auch mal kurz den Boss ein bisschen was zu lernen und dann ist auch gut. Ja, stimmt, es lebt der Typ da wieder. Ich probiere aber vorher mal kurz was, und zwar. Ja, okay, nicht dahin, wo ich wollte, aber gut, nehme ich auch. What? Who are you? Ah, another undead, eh? I took on Sen's fortress alone, but I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think you're different? That you can handle it? Yes, I remember that feeling, for I was the same. So, let me help you out with your soul searching. Der hat auch kleine Scherben. Dann sind die bei ihm viel teurer. Normalstoß. Boah, 28 Stärke, das ist aber kein. Ja, wollte gerade sagen, das ist ein ultra groß Schwert. Das ist kein normales. Katharina. Donner- und Zauberstärke. 15.000 ist zu teuer. Aber bevor ich jetzt gleich drauf gehe und die Seelen verliere, stoppe ich hier mal kurz.
There's nothing more to say. I'm finished. We're both on the brink, you see. End of story. You bloody fool. Hm? Fly fools. Ernsthaft, jetzt bin ich auf dieser Scheißbrücke. Ach nee, jetzt kommt er da lang. Okay, hängt an der Wand fest, muss ich kurz düsen. Er hat es geschafft. Weißt du was, du kannst mich mal. Soll er sich schon mit dem PC anlegen, wenn er das gern hätte. Und diesmal schafft er es wieder nicht. Idiot. Probatisch echt eine Niede. Ja gut, das kann ich aber auch wieder auf den Außen gehen. Goldsaum da. Gut. Ich habe was zu viel versprochen, Leute. Wir werden die Folge jetzt ausrunden. Wir schauen uns den Post der nächsten Folge an. Ich bin gerade sehr happy, dass ich dieses scheiß Leuchtlagerfeuer gefunden habe und ja. Da ich ungefähr bei 60% Frust liege, ist es vielleicht besser, dieses Feuer als kleinen Checkpoint zu nehmen. Und dementsprechend, ja. Aber ich kriege jetzt zur Kurs noch auf. Statt zwar nochmal hochlaufen. Nächstes Mal, aber egal. Und dann würde ich sagen, danke fürs Sehen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Mm-hmm.